Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, im Rahmen dieser Veranstaltung euch und Ihnen einen Einblick in die waldpädagogische Arbeit des Landesbetriebs Hessen-Forst geben zu können. Und natürlich gehört das Thema Wald, Klima, Bildung originär in den Lernort Wald. Und deshalb auch der Titel: der Lernort für Klimaforscher, unser Wald. Gerade also mit dem Fokus auf die Klimabildung ist es uns wichtig, dass wir die im Klimaschutzplan des Landes Hessen verankerten Ziele gerade im Bereich der Vorschul- und Grundschulkinder mit unseren Bildungsangeboten begleiten, flankieren. Ja, und da eben auch das Besondere, flächendeckend das anzubieten mit unseren 39 Forstämtern, die jedes Forstamt als Regelaufgabe ja die Waldpädagogik hat. Klimabildung bedeutet für uns, dass wir waldpädagogische Projektideen fördern, bei denen Kinder im Wald forschend und erkundend in die Bereiche Klima und Klimawandel eintauchen können. Und da ist uns ganz wichtig, das eigene Tun der Kinder und jungen Menschen und dann auch, wie wir das gestern auch schon in den Beiträgen erfahren haben, wichtig, wie kann ich dieser komplexen Problemstellung kreativ und wirksam begegnen, also Auswege aus dieser Krise aufzuzeigen. Was kann ich selber tun? Du hattest es eben schon so schön in den Eingangsworten gesagt, umweltbezogene Themenbereiche wie Klima und Klimawandel, die passen einfach in unsere strukturreichen Wälder, auch wenn die Waldbilder im Moment geprägt sind von trockenen, absterbenden Bäumen. Also das Thema Klima passt in unsere strukturreiche Waldkulissen. Der Wald, das brauche ich euch als Fachleuten nicht zu erklären, ist eine gigantische Klimafabrik. Der Wald bindet CO2, liefert Sauerstoff. Ich sage auch immer in den Workshops, das macht er nicht, um uns zu beglücken, sondern das ist einfach Photosynthese, das ist Eigennutz, das ist sogar egoistisch. Nein, aber der Wald filtert und eliminiert Sauerstoff, kühlt die Luft, speichert und verdunstet das Wasser und bremst den Wind. Also alles Dinge, die man auch sehr schön im Lernort Wald selbst erleben kann. Also auch hier das Bild mit dem Mädel mit den Seifenblasen. Also die Kinder können im Wald die standort- und witterungsbedingten Wechsel von Temperatur, von Luftströmung, frische Luft, Schatten, das können die alles direkt erleben, spüren, wahrnehmen. Das hat uns dazu geführt, auch aus unseren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der SDW, erst mit dem Bundesverband und dann natürlich auch mit unserem Landesverband Hessen, unsere Ideen, die wir da immer auch in den Workshops hatten, diese spürbaren, direkten Erfahrungen, also und diese, was uns die Praxis da gezeigt hat, was den Kindern, wo die Spaß und Freude dran haben, einfach das mal zusammenzufassen in einer didaktischen Handreichung zum Thema Klima. Einige konnten das gestern auch bei uns beim Markt der Möglichkeiten, haben die Broschüre mitgenommen. Alle anderen, die vielleicht Interesse an diesem Thema noch haben und sich informieren möchten, können das tun bei uns entweder auf der Homepage, da steht diese Broschüre als Download bereit und es sind eben schöne Anregungen für die Praxis. Also alles keine Neuerfindung, aber vielleicht Impulse für eure, ihre pädagogische Arbeit oder eben unter Klimabildung oder hessenforst.de. Jetzt möchte ich einfach noch die restliche Zeit nutzen, um Ihnen und euch ein paar Impressionen aus unserer Arbeit zum Thema Klima, Klimabildung einfach mit in den Tag zu geben. Also ganz wichtig ist immer für uns oder für mich, finde ich auch, also dass die Kinder die Jahreszeiten, den Wechsel der Jahreszeiten einfach aktiv oder im Wald erleben können. Und das haben wir gestern, hat sich das auch immer wieder angedeutet in den Vorträgen, der Mehrwert, also die Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Tragen zu bringen, sind natürlich sehr wertvoll wiederkehrende Veranstaltungen. Und da ist es eben schön, auch in der Arbeit mit Schulen und Kooperationen mit Kindergärten, dass man wiederkehrend mit den Kindern in den Wald rausgeht und eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter die Jahreszeiten im Wald entdeckt. Und das ist mal hier ein Bild, was ihr da seht, mit den beliebten Klebkarten, die ihr alle kennt, auch aus eurer Arbeit, um einfach mal die Farben der jeweiligen Jahreszeit einzufangen. Ein anderes Beispiel, um Dinge zu sammeln, eine kleine Waldschatzkiste. Dann von mir persönlich ein Lieblingsthema, der Holunder. Also gerade auch dieses Thema, gibt es einen Tag, an dem der Frühling beginnt, der Sommer, der Herbst oder Winter. Und alleine das eröffnet schon vielfältige Möglichkeiten, in dieses Thema einzudringen. Nein, es gibt nicht diesen einen Tag, an dem der Herbst beginnt. Wir haben den
meteorologischen, kalendarischen Herbstanfang. Aber wir haben auch den Kalender, den die Natur schreibt. Und das finde ich immer ganz spannend, weil das direkt das ist, wo wir auch Veränderungen im Klima wirksam erleben können. Und da ist mir ein treuer Begleiter der Holunder, weil das eine phänologische Zeigerpflanze ist. Der Holunder zum einen die Blüte zeigt den Frühsommer an und die Fruchtreife zeigt dann eben an, es ist Frühherbst. Und das sind schöne Dinge, die ich gerne mit einbaue. Und ja, da kann man sehr tief in die Materie einsteigen. Dann natürlich Waldwetterforscher, hier das Mädel nochmal mit den Seifenblasen. Aber gerade wenn man mehr Naturbezug möchte und es im Frühling, kann man auch mit der Pusteblume pusten. Also wo kommt der Wind her? Ist es jetzt starker Wind? Einfach solche kleinen Experimente zu machen. Oder im Herbst die Früchte, die Gaben des Waldes zu nutzen. Hier ein kleines Windrad mit den Früchten vom Ahorn. Das sind Flugfrüchte, da kann man spannende Aktionen zu machen, gerade im Herbst. Wie haben sich unsere Waldbäume und Pflanzen angepasst? Wie verbreiten sie? Welche Strategien haben sie entwickelt, um ihre Früchte zu verbreiten? Dann noch eine ganz tolle Aktion mit Kindern, Zapfen wettsammeln. Eine schöne Aktion mit viel Bewegung, viel Spaß und das Ganze dann aufzugreifen, wie, was macht denn so ein Zapfen? Das ist ja auch ein Wetterzeiger. Ist der geschlossen? Ist der geöffnet? Wann öffnen sich die Zapfenschuppen? Wann schließen sie sich? Wie haben sich unsere Waldbäume darauf angepasst, an die Verhältnisse? Ich weiß nicht, ob man es so deutlich sehen kann. Ich habe noch im Auto, habe ihn vergessen, den Zauberzapfen. Also einfach ein Glas, da einen feuchten Kiefernzapfen reingepackt. Und wenn der dann trocknet, dann geht der nicht mehr aus dem Glas. Und das ist ein schönes, wenn man das den Kindern durchgibt und sagt, Mensch, ich kann zaubern, schaut mal hier. Ja, also da auch nochmal ein schönes Thema. Dann hier eine kleine Pflanze. Wenn man den Wald sieht, ist die recht unscheinbar, aber das ist eine rekordverdächtige Pflanze. Das ist nämlich die Blühpflanze, die bei uns heimisch ist, die am meisten Schatten verträgt. Das ist der Waldsauerklee. Und ganz spannend mit Kindern zu entdecken, der ist wie so eine Mimose. Wenn zu viel Sonne scheint oder es regnet, dann klappt er die Blätter und die Blüten zusammen. Also auch eine kleine, einfache Pflanze, die man oft im Wald findet, die man auch zum Thema Waldklima super einbinden kann. Dann ganz toll finde ich immer, diese Grünvielfalt im Wald zu entdecken. Also der Wald ist grün, der ist einfach grün, aber es gibt viel, viel verschiedene Grüntöne und das ist, finde ich, immer schön, sowas auch mit Kindern auf Entdeckungsreise zu gehen und hier wieder so eine Klebkarte, wo der Auftrag dann hieß, finde so viele Grüntöne wie möglich. Sehr schön bei der Aufgabe ist, dass die Kinder das sogar im Winter machen können und ihr werdet überrascht sein und die Kinder auch, wie viel Grün auch in der grauen Jahreszeit uns zur Verfügung steht. Hier noch eine treue Begleiterin bei den Workshops, die wir auch mit den Klimakönnern der SDW machen. Das ist unsere Blattgrünfee oder unsere Chlorophylla. Die sind wir ganz stolz drauf. Eine Spezialanfertigung aus der Schweiz. Und diese kleine Blattgrünfee ist eine Fingerpuppe und die kann man sehr schön im Elementarbereich einbinden, um einfach seine Themen zu transportieren. Hier nochmal ein Bild, was schön zum Herbst passt, also den Abbau vom Chlorophyll sichtbar zu machen. Da ist noch mehr als grüner Blattfarbstoff. Da gibt es Gelb, da gibt es Rot, da gibt es viele fantastische Farben. Und das kann man sehr schön und wirksam mit den Kindern gerade am Spitzahorn in so einem Chlorophyllkreis oder Blattgrün oder Blattfarbenzauber, wie man auch immer es nennen will, sichtbar machen. Eine andere Aktion, die sehr gut ankommt zum Thema Grün, ist eben das Zeichnen mit Naturfarbe, mit Grün. Also wir hatten gestern auch einen Workshop, da war das auch, wir zeichnen einfach mal ohne Stifte und das ist eben wieder ein schöner Impuls, den Kindern die Materialvielfalt im Lernort Wald auch zu eröffnen. Ja, dann natürlich ganz klassisch von dem Grün zur Photosynthese, Chlorophyll, Motor des Lebens und dann hin mit den Kindern Bäume zu erforschen im klassischen Sinne, dann einen Baum zu legen mit seinen einzelnen Bestandteilen und dann dieses Thema Klimafabrik Baum mit den Kindern auch gemeinsam zu erarbeiten. Und das Ganze zu festigen, hat es sich nicht nur bei Kindern und jungen Leuten bewährt, sondern auch in den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren-Schulungen. Diese Photosynthese-Staffel, also einfach mal diesen Stofftransport, der ja chemisch gesehen und wenn man das alles so sieht, ziemlich komplex ist, einfach runterzubrechen. Und dann merkt man sich das für immer, dass das Wasser, dann geht das dann da hoch und dann werden die Nährstoffe gebildet.
Das ist auch immer eine sehr wirkungsvolle Aktion. Dann natürlich im Wald auch zu schauen, wo sind Spuren der Nutzung, wo finde ich vielleicht noch eine Baumscheibe oder auch Baumstubben und was erzählen uns die Jahrringe dieses Baumes? Was erzählen die uns? Die geben natürlich auch Auskünfte oder über das Leben, wie ging es dem Baum? Hatte er vielleicht mal wenig Licht? Hatte er viel Wasser? Ging es ihm gut? Ging es schlecht? Also der Lebenslauf eines Baumes zu erarbeiten, also anhand so einer Baumscheibe, das den Kindern zu erschließen. Dann natürlich ganz klassisch in der Waldpädagogik wollen wir natürlich den Wald auch nutzen und unseren Zielgruppen dann auch erschließen, was können wir alles nutzen. Und da ist es sehr schön, diese Aktion, wir nutzen die Gaben des Waldes, also Holzgeheimnisse entdecken. Und hier mal als Beispiel Xylit als Holzzucker, also Holz schmeckt auch, ist sehr schmackhaft, findet sich als Süßungsmittel im Kaugummi. Und natürlich, je jünger die Kinder sind, umso offensichtlicher sollte natürlich das Holz sein, zum Beispiel in einem Löffel oder im Holzbrettchen, aber je älter die werden, kann man dann auch ins Detail gehen, wo Holz überall noch stecken kann. Hier noch eine schöne Aktion, ein Stück Wald zum Mitnehmen, also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, man kann viele andere tolle Dinge machen, so kleine Waldwichteln mit den Kindern gestalten oder kleine Holzstücken sammeln, verkohlen und dann eben auch mit diesen zeichnen. Hier ist nochmal eine kleine Impression unserer Fortbildung gemeinsam mit der SDW, mit dem Landesverband Hessen. Und hier auch wieder unser Klassiker, der gelegte Baum. Hier nochmal ein bisschen eine Abwandlung. Hier haben wir die einzelnen Baumteile auch noch in Beschriftung. Wenn man als pädagogische Zielsetzung hat, ich möchte die Lese- und Sprachkompetenz fördern, also es ist alles ausbaufähig. Noch ein Bild aus unserer gemeinsamen Fortbildung mit der SDW Hessen. Die Bildfolge, wie wächst mein Frühstücksbrett, um Kindern oder jungen Leuten einfach erfahrbar zu machen, vom Buchensamen bis zum fertigen Frühstücksbrettchen, da liegt mal gut ein Jahrhundert dazwischen. Und um das einfach greifbar zu machen, haben wir solch eine Bildfolge uns zeichnen lassen und setzen die auch erfolgreich in unserer pädagogischen Arbeit ein. Und zum Schluss, ich hoffe, ich bin noch im Zeitrahmen, noch ein Bild. Wir haben in Hessen 4 Jugendwaldheime in Kooperation, das heißt, Träger ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und Hessen Forst ist Kooperationspartner, das heißt, wir stellen für die 4 Jugendwaldheime mit einer halben Stelle die Jugendwaldheimleitung. Und hier nochmal ein, ich sag mal, Leuchtturmprojekt aus dem Jugendwaldheim am Meißner vom Lothar Freund, der auch heute hier bei der Veranstaltung mit dabei ist. Dort hat der Lothar mit den Jugendlichen der Schulen, der Partnerschulen gemeinsam einen Klimapfad entwickelt, also konzipiert und auch gemeinsam umgesetzt. Und das ist eben das Besondere von Schülern für Schüler. Und das wollte ich euch und Ihnen gerne noch als Schlussbild mit auf den Weg geben. Ansonsten wünsche ich uns allen, also ich sage immer, das ist so eine Veranstaltung, da kriegt man immer richtig Feuer. Man ist begeistert, weil das sind alles Menschen sind, die genauso für die Sache brennen. Und das ist immer ganz toll. Und in dem Sinne wünsche ich uns einfach, dass wir weiterhin viel Freude und Kraft haben für die waldpädagogische Arbeit mit egal welcher Zielgruppe im faszinierenden Lernort Wald.